Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lazy Beats. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die geile Resonanz gestern. Denn die Folge kam anscheinend richtig geil an. 7 Likes und 6 Dislikes zu dem Stand, wo ich das gerade aufnehme. Und da vielen, vielen Dank für diese ganzen Bewertungen. Das ist voll krass. Ich freue mich immer, wenn ich über 10 Bewertungen auf ein Video bekomme. Ist mir sowas von egal, ob die Like oder Dislike sind. Auf jeden Fall da danke dafür auch an alle, die gedisliked haben. Und ich habe überlegt, wir spielen heute wieder einen neuen Charakter, den wir bisher noch gar nicht kannten. Und da bleiben mir eigentlich nur 3 übrig. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob wir die Duck überhaupt schon mal gespielt haben. Aber ich glaube, in der ersten Folge schon mal, ne? Haben wir den Parrot schon gespielt? Nee, ne? Wir können eigentlich mal den Parrot spielen. Denn der macht anscheinend... Die Damage to Enemies reduce their walking speed. Okay, also der verlangsamt die Gegner, wenn man sie trifft. Er hat 40% weniger Cooldown für seine aktive Fähigkeit. Aber auch die Chance, 70% weniger Chance, dass Münzen droppen. Klingt für mich ganz okay. Wie viele Leben hatte er? 3. Ja, nehmen wir doch den Papagei. Wieso nicht? Können wir mal machen. So, heute ist auf jeden Fall der Tag, wo wir gewinnen. Okay, der Papagei schießt auf jeden Fall sehr schnell mit seiner Waffe. Ich denke dann einfach mal, dass sie ein bisschen schwächer ist als die anderen Waffen. Oh ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Hits mit dieser Waffe, damit wir hier überhaupt irgendwas machen können. Aber ich habe gerade gemerkt, man kann die Feuertaste gedrückt halten. Das wusste ich davor gar nicht. Ich glaube, ich habe bisher immer mit Waffen gespielt, wo man die Feuertaste nicht gedrückt lassen konnte, oder? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Haben wir schon Schlüssel? Nee, na gut, dann nicht. Aber gedrückt halten, das ist nett. Bei so einer Waffe auf jeden Fall. Ja, und wir verlangsamen halt die Gegner, wenn wir sie treffen. Das könnte uns auf jeden Fall sehr... Oh, immer diese Frösche, ey. Voll die Jumpscares hier. Das könnte uns auf jeden Fall sehr unterstützen in... Keine Ahnung, wie das Gebiet heißt. Das müssen wir auch nochmal angucken, wie die Gebiete überhaupt heißen oder sowas. Denn es gibt ja so ein Gebiet, wo diese komischen explosiven Fliegen sind, die dann hinterher fliegen und dann irgendwann explodieren. Und wenn die natürlich langsamer zu einem hinfliegen, dann hat man auf jeden Fall mehr Reaktionszeit. Ich bin mal gespannt, ob der Boss sich vielleicht auch ein bisschen slowen lässt. Das ist ja auch noch cool. Vor allem beim zweiten Boss, der halt immer hin und her rollt. Wie so ein Rolli-Bolli. Das wäre ganz cool. So. Und die Münze mehr. Wir könnten jetzt schon zum Boss gehen. Wir haben ja auch noch gar keine Artefakt. Doch, da ist ein Artefakt. Was warst du denn nochmal? You die instantly by touching any enemy. Nehme ich auf jeden Fall nicht mit. Ich habe auch überlegt, Leute, ob ich vielleicht mal so eine Challenge mache, was vielleicht noch ein bisschen zu früh ist in dem Spiel, weil ich das Spiel noch nie durchgespielt habe. Also eine Challenge, dass ich einfach alle... Oh, guck mal, die Waffe ist ganz schön stark. Mehr oder weniger. Naja, doch nicht. Dass ich alle Artefakte mitnehmen muss. Egal, ob sie mir gefallen oder nicht. Sobald ich alle Artefakte kenne und so, ist das ja vielleicht doch ganz cool. Was haltet ihr davon, Leute? Wenn ich mal so einen Challenge-Run mache. Da könnt ihr dann auch gerne mal eure Kommentare zu abgeben. Ob ihr vielleicht auch Ideen habt für irgendeinen Challenge-Run, was man vielleicht mal machen könnte. Aber wie gesagt, das würde dann wahrscheinlich erst ein bisschen später kommen, weil ich statt heute, oh Gott, auf jeden Fall noch zu schlecht in diesem Spiel bin. Wie ich das gerade auch schon wieder gemerkt habe. Ich habe einfach 2 Leben verloren mit einem Hit, den er mir macht hier. Das ist doch kacke. Wieso machen der... Was der so wie... Ja, das finde ich nicht gut. Okay, go. Ich habe ja auch eine aktive Fähigkeit. Wieso setze ich die dann eigentlich nie ein? Oh, okay, ich kann hier gerade überhaupt nichts machen. Ich muss mal kurz diese kleinen Viecher töten in der Hoffnung, dass da irgendwann mal ein Herz rauskommt. Oh mein Gott, dieser Typ nervt. Kannst du nicht einfach kurz... Ja, okay, das ist sehr gut. Bitte stirb. Langt das? Es langt nicht, verdammt. Es wäre so toll, wenn da mein Herz rauskommen könnte. Dankeschön. Bringt uns halt leider trotzdem nichts, weil wenn er uns... jetzt bringt uns das doch was. Wenn das trotzdem trifft, dann sind wir halt trotzdem RIP. Mit seiner komischen Zunge. Werden wir einfach aufgefressen. Ich weiß, ich schmecke gut und ich sehe auch hübsch aus als Papagei, aber ich will trotzdem nicht sterben. Okay, die Nägelfähigkeit ist mega behindert. Die will ich nicht mitnehmen. Golden Award! Plus 1 Coin for each artifact that you will pick up. Finde ich gut. Reduce reload speed and fire weight. Hä? Reduces reload speed? Ist doch gut. Aber das hat so rote Dinger drüber, also ist das ein schlechtes Artefakt. Aber Reduce heißt doch runtergehen. Die Reload-Zeit geht runter? Ach so, aber Fireweight auch. Also es ist so ein halbes Ding. Es ist gut und schlecht zugleich. Ich glaube, wir schießen jetzt langsamer, was jetzt auch nicht so krass schlecht ist, weil unsere Waffe sowieso relativ schnell schießt. Okay, man merkt es doch schon sehr, sehr doll, finde ich. Wow, aktive Fähigkeit mal eingesetzt. Wow, Dizzy, du lädst dazu. Krasser Scheiß. Ja, und dafür laden wir schneller nach, was wir überhaupt nicht brauchen mit unserer Waffe, weil wir anscheinend sowieso unendlich oft schießen können. Hey, da ist diese komische Zecke. Das ist toll.
Das heißt, das Gute ist halt, dass wir die Gegner auch einfrieren. Genau, diese explosiven Dinger hier, die meinte ich, dass wir bei denen sehr viel besser dran sind. Beziehungsweise in dieser ganzen Ebene hier eigentlich, weil hier alles einen hinterherläuft und sowas. Alles, was einen hinterherläuft und touchen möchte. Touchy, touchy. Da sind wir richtig gut unterwegs. Meine Medaille ist not from shot, bla bla bla. Wollen wir mal mitnehmen? Dann verlieren wir Coins oder einen Schlüssel. Ach, egal. Die Coins brauchen wir sowieso nicht und der Schlüssel, ja, lass mal, ist okay. Jo, was habe ich heute gemacht? Ich habe heute meinen Gewerbeschein angemeldet. Hallo, klomischer Geist. Kannst du bitte weggehen? Ich glaube, du machst nämlich viel Schaden. Oh Gott, da bist du ja ganz schnell weg. Weil ich bin ja bald wieder YouTube-Partner, was mich sehr freut. Da auch nochmal danke. Heute ist die Dankesagung hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr in letzter Zeit, oh Gott, meine Videos so viel anscheinend guckt, dass ich da... Fuck! Ah, oh, diese eine Artefakt hätte ich mir nicht mitnehmen sollen. Probieren wir doch mal mit dem Pitchen hier. Ist gar kein Pitchen, ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ah, okay, dieses eine Artefakt hätte ich doch nicht mitnehmen sollen. Das hat uns wirklich sehr viel schlechter gemacht. Ja, ich habe halt auf jeden Fall meine Wiedergabezeit und sowas voll, dass ich mich dann wieder als Partner bewerben kann bei YouTube. Und dafür, um das alles legal zu machen, braucht man halt ein Gewerbe. Auch wenn jetzt vielleicht einige ankommen und sagen, YouTuber sind doch Künstler, bäh, bäh, bäh. Aber nö. Ist anscheinend nicht so. Also ich kann mir vorstellen, dass man als Künstler gilt, wenn man Vlogs oder sowas macht. Aber so wie ich das hier mit Let's Plays mache, ich glaube kaum, dass das als künstlerische Tätigkeit durchgeht. Könnte man nachfragen, aber ehrlich gesagt habe ich da keine Lust zu. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal mein Gewerbe angemeldet. Hat 26 Euro gekostet. Und jetzt bekomme ich bald meinen Gewerbeschein. Finde ich richtig witzig. Dann bin ich mein eigener kleiner Gewerbedude. Boah, man hat ja eigentlich keinen Nachteil davon. Klar, man hat jetzt einmal am Anfang Geld bezahlt, dafür ist man aber auf der sicheren Seite und muss nicht irgendwann komische Sachen nachzahlen. Und vor allem, es gibt ja auch einen Freibetrag, das ist jetzt vielleicht ein voll langweiliges Thema für die meisten, aber ist mir egal. Aber es gibt ja einen Freibetrag von so und so viel Euro und ich glaube, über diesen Betrag komme ich sowieso nicht. Also, keine Ahnung, man darf irgendwie über, ich sag mal, 20.000 Euro im Jahr nicht rüberkommen, weil sonst muss man Steuern zahlen. Und da komme ich halt sowieso überhaupt nicht rüber und da das sowieso neben Geschäft hier ist von mir alles easy. Heißt, ich habe einfach mein Gewerbe, kann jetzt auch zur Metro. Das ist so ein Einkaufsladen, wo halt Gewerbetreibende einkaufen können und da spart man da Geld und so. Keine Ahnung, finde ich ganz witzig. Das ist irgendwie alles in Übergröße und so. Und taking damage, Max HP is removed too. Nee. Teleport to the Hedge, das ist okay. Gleich zum Boss. Ja. Und das habe ich jetzt. Und dann bin ich toll, Leute. Und auf der sicheren Seite mit YouTube. Finde ich ganz witzig. Hatte ich sowieso schon seit einiger Zeit irgendwie im Hinterkopf. Ich habe aber das irgendwie nie gemacht. Und das war überraschend einfach. Also, ja, ich bin da halt reingegangen bei meinem Rathaus, wo auch das Gewerbe drin ist. Und wirklich, das hat nur 5 Minuten gedauert. Ich bin reingegangen, die haben nach meinem Personalausweis gefragt, haben daraus halt meine ganzen Daten übernommen. Ich habe denen gesagt, was ich so mache. Ich habe einfach Online-Marketing gesagt. Und die haben auch nicht weiter nachgefragt, was genau Online-Marketing, was machst du da, Affiliate-Links oder verkaufst du Sachen oder machst du YouTube oder was machst du eigentlich? Haben sie nicht gefragt, sie haben einfach gesagt, ja, Online-Marketing passt schon, wirst du die Wahrheit sagen. Und ja, das war's eigentlich. Ich wollte nicht mal einen Firmennamen haben oder so, anscheinend habe ich auch keine Firma. Da habe ich aber im Internet auch irgendwas Gegenteiliges gelesen, dass man irgendwie schon einen Firmennamen hat. Aber in diesem Firmennamen muss dann auch der richtige Name drin sein und keine Ahnung, alles Mögliche. Aber da hat er mich auch gar nicht gefragt. Ja, jetzt habe ich ein Gewerbe. irgendwie finde ich das witzig. Ability to turn on shield protecting from projectiles for 5 seconds. Das klingt richtig gut. Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Ist eine aktive Fähigkeit. Increase chance to loot more artifacts. Klingt auch mega gut. Ja, und dann. Das andere war, dass wir sterben, wenn uns irgendwas trifft, ne? Ist halt nicht so geil. Nimm ich nicht mit. Nee, will ich nicht. Aber an sich müssen wir mal jedes Artefakt auf jeden Fall mitnehmen. Einfach aus dem Grund, dass es ein Wikipedia quasi gibt in diesem Spiel. Also wo man alles nochmal nachgucken kann. Was für Gegner es gibt, was für Bosse es gibt. Was für Waffen es gibt, was für Artefakte es gibt. Sowas steht alles drin. Und ich habe nämlich schon gesehen, dass da einige Fähigkeiten. Okay. Ja, geil. Mein Spiel ist rausgetappt. Danke. Ich finde das so kacke, dass dieses Spiel weitergeht, wenn mein Spiel raustappt. Ich weiß auch nicht, mein Google Chrome tappt einfach immer irgendwie rein und dann aus dem Spiel raus. Bei Isaac ist das so gelöst, dass er dann einfach in den Pausemodus geht. In diesem Spiel ist das einfach nicht so. Keine Ahnung, Leute. Mega kacke. Gut. Da Kloxen aber wollte, dass ich nicht sofort aufgebe, wenn ich zweimal sterbe. Spielen wir hier halt nochmal weiter. Ich war eigentlich gerade voll zufrieden und ich hatte mal eine neue Fähigkeit hier. Och man, ich bin hier voll im Nachteil.
Vielleicht sollte ich mein Google Chrome einfach mal schließen. Aber nein, mache ich nicht. Da laufen nämlich komische Sachen im Hintergrund. Und wahrscheinlich wegen diesen komischen Sachen im Hintergrund will er immer mal den Fokus haben auf den Browser. Weiß ich nicht. So, minus 30% Weapon Damage. Ja, geil. Wir haben sowieso so gar kein Weapon Damage gefühlt. Und jetzt noch 30% weniger. Gefällt mir richtig gut. YOLO. 30% weniger von nichts ist quasi auch nichts. Also ist das egal. So. Was war heute noch? Achso, ich bin mit dem Fahrrad übrigens zum Rathaus gefahren. Was gar nicht so weit weg ist, aber ich wohne halt in irgendwie so relativ hügeligen Gebiet, möchte ich sagen. Auch nicht so richtig hügelig, aber schon so ein bisschen hügelig. Und irgendwie war das fucking anstrengend. Ich bin jetzt auch nicht so langsam gefahren, aber irgendwie, keine Ahnung, ich bin irgendwie nicht mehr so richtig sportlich, muss ich sagen. Minus 2 counts every one damage you get. Das ist völlig okay, kann ich mitleben. Habe ich auch neulich schon beim Longboarden gemerkt. Einmal kurz gelongboardet und mein Fuß oder mein Unterschenkel war einfach richtig am Arsch. Dabei laufe ich jetzt schon in letzter Zeit ein bisschen häufiger, aber da werden wahrscheinlich auch wieder andere Muskelpartien angestrengt als beim Fahrradfahren oder beim Longboarden. Ist ja komisch, weil das irgendwie alles, oh Gott, alles irgendwie auch die Beine sind. Ah, weiß ich nicht. Merke ich auf jeden Fall gerade. Ich bin übelst inaktiv geworden, seit ich aus Japan zurück bin. In Japan war ich noch voll fit und alles. Komme ich aus Japan zurück, gammel ich hier nur noch rum. Das ist echt nicht gut. Ich muss mehr Sport machen. So, hi. Was hast du für mich? Ein Herz zumindest. Plus ein Max-HP. Mega gut. Und noch ein plus ein Max-HP. If you don't lose any HP during boss fight. Okay, also erst später vielleicht gut. Wir haben gar keine Münzen. Das heißt, wir können uns leider keine Waffe kaufen. Obwohl die linke Waffe da eigentlich ganz cool wäre. Diese goldene, krasse, cool Waffe. Coolie-Coolie-Waffe. Aber dann heute nicht. Hier, ansonsten, heute ist auch endlich mein Dachschrägenfenster angekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe in einem Video, aber habe ich ja letzte Woche irgendwann bestellt. Und jetzt ist es endlich da. Aua, was soll denn das? Wieso tust du mir weh? Und ja, das ist heute angekommen. Ist quasi einfach so ein Stecksystem, so ein Klick-Klick-System. Ne, nehme ich diesmal nicht mit, fand ich mega kacke. Weil da, ich seh's, hier, geheim. Nein, da war der Geheimraum. Nein, ich war ein bisschen zu spät. Okay, man kann das also wirklich nur machen, wenn man ein Leben verliert. Wollen wir uns einfach treffen lassen? So. Okay. Mein erster Geheimraum, Leute. Mein erster Geheimraum. Okay. Er sieht einfach genauso aus wie die Räume, wo man einen Schlüssel ausgeben muss. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Was haben wir jetzt bekommen? Was ist das für eine Fähigkeit? Warte mal. Ein Teleporter. Ability to teleport yourself on the hedge. Nee, das ist ja mega kacke. Will ich nicht. Und dann kriegen wir nur so eine Kacke. Okay, aber in die Geheimräume kommt man also tatsächlich nur rein, wenn man ein Leben verloren hat. Und dann muss man darauf achten, wo dieser blaue... Ja, wo dieser blaue Kristall hingeht. Und da muss man dann auf die Wand schießen, damit man da irgendwo reingehen kann. Geil, ey, ich war beim ersten Geheimraum. Haben wir das auch mal gesehen. Richtig happy, Leute. Ja, aber dieses Dachschrägenfenster war einfach so ein Klicksystem. Mega easy, mega toll. Finde ich super. Und vor allem auf der Rückseite ist einfach so ein Aluminium... Eine Aluminiumschicht und die soll dafür sorgen, dass die Sonnenstrahlen, wenn sie darauf knallen, reflektiert werden und dadurch soll es dann in meinem Zimmer nicht mehr so heiß werden. Decrease Fade Time by half. Okay, das ist okay. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob es dann im Sommer hier wieder besser wird. Denn die meisten kennen es wahrscheinlich in der Dachschrägen. Das heizt sich immer übelst auf im Sommer und dann kannst du einfach gar nicht in deinem Zimmer leben und das ist alles blöd, Leute. Deswegen hoffe ich mir jetzt zumindest ein bisschen Abkühlung dadurch. Stand da auf jeden Fall, dass das was bringen soll. Bin ich gespannt. So, was haben wir hier? Ah, ihr habt sich gelesen. War das irgendwas Gutes? War das was Schlechtes? War das ein Artefakt? War das irgendwas richtig Tolles? I don't know. Ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, wie wir unsere Ability hier richtig gut einsetzen sollen. Aber egal. Aber so ein Dachschrägenfenster kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ist auch in, keine Ahnung, 5 Minuten eingebaut. Ist halt ein Klicksystem. 2 Schrauben festmachen. Fertig. Mega gut. Auf jeden Fall bei meinem Fenster. Aber ich glaube, bei den Dachschrägen, da gibt es nicht so viele Anbieter in Deutschland, die das allgemein machen. Meins ist von Velux, Leute. Hier Schleichwerbung und so. Easy peasy. Ich glaube, Velux ist sowieso der Marktführer in dem Bereich. Also wenn ihr da auf der Suche seid nach irgendwas, dann guckt da mal nach. Sir, was haben wir hier? Bitte eine neue Waffe. Nein, diese Fünferwaffe. Ich hätte die richtig gern. Ich mag die richtig. Kann man das eigentlich auch klauen? Da ist halt dieser komische Pinguin oder was das sein soll. Das irritiert mich. Minus 1 Max HP, Restores All HP, plus 20% Weapon Damage. Okay.
ein Max HP weniger, aber mehr Weapon Damage. Nehme ich mal mit. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das gut ist. Okay, wir haben eine komische Waffe. Ich bin mir nicht sicher, ob die besser ist. Aber ich wollte einfach mal eine neue Waffe haben. Oh, okay, zumindest ein Double Shot. Haben wir quasi ein 20-20 bekommen, ja? Die aus I6 und dieses 20-20-Ding. Ist ja ganz nett. Doppelte Chance, irgendwas zu treffen. Auch gefällt mir. Was haben wir hier? Decreases your One Speed, Reload Speed, Fire Rate and Weapon Damage bei. Alter Schwede, das ist ja mega kacke. Das macht einfach alles schlecht. Das wird dann aber bestimmt auch 2 Punkte geben in dem Artefaktenteil. Ach, jetzt sind wir schon wieder hier. Wir sind erst in der ersten Ebene schon wieder. Mein Gott, ey. Ich habe auch überlegt, ob ich die letzte Folge überhaupt hochlade, weil ich da halt überhaupt nichts gerissen habe. Alter, die Waffe ist ja richtig stark. Okay, ich glaube, so stark war ich aber einfach noch nie. Mit ein bisschen Glück können wir den mit 2. Mit 2. Kannst du den. Nein, hier unten. Mit 2 Circles können wir ihn vielleicht vernichten. Mann. Okay, weißt du was? Wir gehen hier unten hin, dass er hier unten hinschießt. Dann warten wir, dass er seine Zunge macht und dann greifen wir halt an. Easy peasy. So, so, komm. Bitte lang. Nein, okay, wir brauchen 3. Aber easy peasy. Schön. Obwohl er 3 Totenköpfe hatte. Also, ja, doch. Ich glaube, die Waffe ist recht stark. Oh, Teddybär. Ability for Instability. Finde ich ganz nett. Does not allow you to pick up any artifacts. Finde ich scheiße. When damage taken is 3 or more, reduce damage by 1. Oh. Okay, dann sterben wir zumindest nicht One-Hit. Mega gut. Das andere nehme ich nicht mit. Okay, ja, läuft doch. So, jetzt sind wir wieder in dieser blöden Ebene. Ich hoffe, mein Spiel tappt nicht gleich wieder raus, dass mich so ein Ding einfach instant tötet. Das wäre mega sad. Die Sache ist halt auch, wenn er raustappt, dann kann ich nicht auf Start drücken, dass er dann irgendwie pausiert. Ja, dann bin ich einfach, dann stehe ich einfach rum und sterbe. Das ist nicht cool. Achso, über was wir auch noch reden müssen hier E3. Ja, ich habe auch gestern schon über E3 gesprochen. Aber ich glaube, ich habe nicht über Animal Crossing und so geredet, oder? Ich glaube, ich habe wirklich nur über Mario Maker 2 geredet, weil ich da gerade am meisten gehypt drauf bin, weil ich es halt auch einfach vorbestellt habe. Next away your active ability. Nope. Was war denn unsere Active Ability eigentlich? Instability, ne? When Enemy Dies Not From Short, bla bla, ist okay. Ja, Animal Crossing. Wie fandet ihr den Trailer, wenn ihr ihn gesehen habt? Oder die Szenen, die Nintendo da gezeigt hat? Da waren ja einige coole Sachen bei. Wie zum Beispiel, dass man keine Brücken mehr braucht in seiner Stadt. Das war sowieso mal nervig, dass man erstmal zur Brücke laufen muss, damit man dann irgendwo anders hinkommt in seiner Stadt und bla bla bla. Und jetzt gibt es anscheinend so ein Pogo-Stick oder sowas, oder so ein Holzstock einfach. You dropped your collected coins on taking damage. Ich habe sowieso keine Coins, passt schon. Ja, und damit kann man sich jetzt über das Wasser auf die andere Seite einfach überduddeln. Bin mir wirklich nicht sicher, ob ich das gestern schon angesprochen habe, aber macht ja nichts. Finde ich auf jeden Fall eine sehr witzige Idee. Wenn die so davon noch ein paar mehr Sachen reingepackt haben, finde ich das richtig witzig. Was ich übelst witzig fände, wäre, wenn man irgendwie die Fähigkeit hätte zu fliegen. Dass man, keine Ahnung, irgendwie mit Ballons oder sowas, dass man Ballons an sich ranmachen kann und dann quasi am Rumflyen ist in der Welt. Das fände ich noch witzig, wenn man dann die ganze Welt von oben sehen könnte. Dribbles Exit or Toxic ist okay, wir haben keinen Schlüssel. Heißt, wir können nur diesen linken Weg gehen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass sie die richtige Stadt nicht gezeigt haben. Also wo man halt mit Tom Nook und sowas und man Sachen kauft und so. Das fand ich ein bisschen schade. Weil das ist ja auch immer recht interessant. Da packen sie auch in jedem Teil irgendwie immer neue NPCs hinzu. Wie zum Beispiel diesen Friseursalon und so. Das hätte ich gern gesehen. Und auch, ob die Bar sich irgendwie verändert hat, wo KK Slider halt spielt. Der hat sich auch weiterentwickelt, ne? Früher war er einfach nur in der Bar. Jetzt ist er übrigens gerade links verschwunden. Früher war er einfach nur in diesem Coffeeshop. Und jetzt im letzten Teil, oder bei Wild World zumindest, da war einfach. Ist hier irgendwo ein Geheimraum? Ne. Da war einfach in so einer Disco. Mega cool, also der wird auch immer besser. Fände ich richtig witzig, wenn er jetzt einfach so ein richtiges Konzert oder sowas geben könnte, in so ein Stadion oder so. Dass das dann so ein richtiges Event ist, wenn er da ist. So, was haben wir hier? Enemies don't see you. Das finde ich mega gut. Reduce Acid Fade Time, auch gut. Und ich glaube, ich will eine neue Waffe haben. Aber wir können uns gar keine leisten. Kann man sich denn was klauen? Kann man tatsächlich! Mag er uns jetzt nicht mehr? Ach, haben wir nicht schon mal was geklaut? Ich habe jetzt aber erst die Errungenschaft bekommen. Er hat doch so komisch gefaucht gerade. Okay, also man kann Waffen klauen. Ich glaube aber nur einmal im Spiel, weil danach bietet er einem nichts mehr an. Heißt, man sollte das vielleicht machen, wenn man eine richtig gute Waffe bekommt.
Aber die Waffe war ja zumindest teuer. Guck mal, die ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Sie schießt sehr, sehr langsam, muss ich dazu sagen. Das ist nicht so geil. Wir können hier mal unsere Instability Frames anmachen. Aber sie friert Gegner ein. Wenn die jetzt auch nicht so ganz schwach wäre, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Also dieser Einfriereffekt ist auf jeden Fall weniger. Fühlt sich aber auch so an, als wenn die gar nicht so schwach ist. Wir brauchen auf jeden Fall das Herz da oben. Danke. Wir haben keinen Schlüssel, das heißt, wir können nicht in den... Wie wollen wir diesen Raum denn? Schlüsselraum oder... Habt ihr eine Idee? Den Raum, wo man den Schlüssel braucht. Es ist ja kein Shop und es ist auch... Keine Ahnung, es ist kein Geheimraum. Bonuslevel? Um ins Bonuslevel zu kommen. Ja, Bonuslevel. Ich glaube, Bonuslevel ist eine gute Idee. Ist ja denn, ihr habt eine bessere Idee? So. Komm, das wird der One, Leute. Wir haben die beste Waffe aller Zeiten. Geklaut, aber sie trotzdem. Ein geklauten Maul steckt man nix in den Gaul oder so. Irgendwie so war das, ne? Ja, ja. Was haben wir hier noch? One Taking Damage, Max HP is removed too. Nein, danke. Immer diese richtig krassen Artefakte, die halt wirklich mega schlecht sind. Wenn man da dann nicht wenigstens 2 Artefaktpunkte bekommt, dann lohnen die sich wirklich überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich so richtig zufrieden bin mit dieser Waffe. Sie schießt halt sehr, sehr langsam. Also wirklich sehr, sehr langsam. Klar, wenn man trifft, dann hat man sehr viel Zeit auch zum Nachladen und so. Und so schlecht ist sie jetzt auch nicht, aber irgendwie... Ich mag, glaube ich, lieber Waffen, die ein bisschen schneller angreifen. So, wir gehen gleich zum Boss. Hallo, dich habe ich heute noch gar nicht gesehen, Bogi. Wie geht's dir denn heute, hä? Alles cool? Also, ich spiele anscheinend heute nicht so gut. Vielleicht war der Fahrradweg einfach zu anstrengend für mich und deswegen kann ich jetzt nicht mehr überlegen. Mein Brain ist einfach AFK. Ich habe immer noch nicht mal einen genau anvisiert. Okay, nach... Yo, du Arsch! Instability Frames! Ich glaube, er tötet mich einfach. Dann war das wieder sehr erfolgreich hier. Wir achten jetzt mal drauf. 1, 2. Und ab dem dritten... Ja, jetzt visiert er uns, glaube ich, an. Mega kacke, der Dude. Hallo! Richtig assig! So, hier Instability. Immer schön anmachen. Das passt eigentlich perfekt. Er wird halt nicht eingefroren. Aber das kann übelst lange dauern, der Kampf. So, jetzt visiert er uns an. Nee, hä? Ich raff den noch nicht so wirklich. Ach man, ey. Den mag ich auch wirklich am wenigsten gerade von allen Bossen, die es so gibt. Oh Gott, ey. Jetzt wird er natürlich auch immer schneller. Ist okay. Ich habe meine Fähigkeit noch nicht ready. Unfair. Kannst du bitte einfach sterben? Das ist so dumm, dass er uns am Anfang gleich getroffen hat. Der wird halt immer schneller. Hier wäre, glaube ich, diese eine Fähigkeit ganz gut, dass man hin und her wobbeln kann. Ohne Witz. Er wobbelt auch manchmal mehr, als man erst annimmt. Okay, einen noch, dann sollten wir es geschafft haben, oder? Ach du Kacke. Alles oder nix! Alles oder nix! Alles oder nix! Danke! Oh Gott, ey. Herzen? Ein paar Herzen, zumindest eins. Oh Mann, ey. Okay. Oh Mann. Sandwich, adds your HP to your max HP, but not more than 3. Oh, okay. Max HP, mega gut. Ability freeze all active enemies. Auch ganz nett, aber ich glaube, ich möchte lieber unverwundbar sein. Your projectile speed is reduced. Nein. Nein, nein, danke. Denn... Ja, dann sind sie halt eingefroren, aber das funktioniert nicht bei Bossen. Und unser Teddybär funktioniert zumindest auch bei den Bossen recht gut. Und da behalte ich das erstmal. Oh Gott, ey, jeder Hit, den wir jetzt bekommen, tötet uns. Was ist das Ding da? Kann man das töten? Ja. Wenn er uns trifft, sind wir tot. Das Gute ist halt, wir können alles einfrieren. Oh, ein Schlüssel. Der macht doch garantiert... Können die sich selber damit töten mit ihren Granaten? Der Schlüssel macht doch garantiert... Ich habe viel Angst auf diesem Level hier gerade. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens noch ein Leben, damit ich mich ein bisschen sicherer fühle. Der Schlüssel macht doch garantiert zum dritten Mal jetzt, dass wir keine Schlüssel mehr einsammeln können, oder? Oder dass die kaputt gehen oder sowas. War das sowas? Beides hatten wir auf jeden Fall schon mal.
So, haben wir schon mal überlebt. Das ist doch schon mal ganz nett. No locked or secret doors effective from next level. Okay, warum nicht? Ich kann nur mitnehmen, wir haben sowieso keinen Schlüssel. Ich fühle mich hier nicht sicher mit meinen zwei Leben. Aber was cool ist, ist natürlich, dass wir zumindest... Wieso kommt der nicht raus, der Dude? 6 Leben haben könnten. Los, komm raus jetzt. Okay, tot, tot. Tot, da oben ist ein Herz. Sehr gut. Mit 3 Leben fühle ich mich auf jeden Fall sicherer als mit 2. Oh, mit 4 Leben natürlich noch viel sicherer. Ich habe den Schlüssel mitnehmen, der tatsächlich. So, tötet er sich selber? Nee. Hat er Schaden bekommen durch seine Granate? Weiß nicht. Der hat so ein bisschen geblinkt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er Schaden bekommen hat. Okay, doch mit 4 Leben. Dann überleben wir zumindest einen Hit, oder? Ist doch schon mal nicht ganz so schlecht. So, hier sind leider 2 von diesen Stachelfutzis. So, los. Zeig dich. Das Gute ist halt auch, wir können die einfach einfrieren und dann machen die ihre Stachel nicht mehr. Also, oh, unsere Waffe ist auf jeden Fall mega gut. Toll, jetzt bin ich mir wieder unsicher. Wieso musstest du mich treffen, du Blödkopf? Nicht cool. Wenn ich sowas sehe, dann müsste ich halt eigentlich auch meinen Teddybär einsetzen. Ja, 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 jetzt. Okay. Better safe than sorry. Brauchte die gar nicht, aber ja, ist das so, als wenn ich tot wäre. Minus 1 AP every time your active ability is charged. No. No, 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 no. Die Active Ability brauche ich sehr, sehr dringend. Kann man in den Shop kommen, bitte? So, hi. Komm her, komm her, komm her. Komm, ich will den als erstes töten. Diese Viecher, die aus dem... Alter, wie einfach auf einen zugerast kommt. Ohne Witz. Die Viecher, die aus dem Boden kommen, finde ich mega assig. Nein, oh, du Blödkopf. Wie die warten erstmal. Kommt der Schutz. Und dann schießen sie einen voll in die Fresse. Mann, ey. Okay, ich glaube, der Pitchen hier... Ich sage immer Pitchen, aber es ist eigentlich gar kein Pitchen. Ich glaube, der Typ ist nicht so gut für mich. Mann, ey. Weiß ich nicht. Na, ich wollte euch auf jeden Fall nochmal kurz hier was anderes zeigen. Und zwar den Lock. Hier kann man nicht sehen, was man alles hat hier. Es gibt relativ viele Items, muss ich sagen. Wir haben auch noch ganz schön viele davon irgendwie noch nie gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Items gibt tatsächlich. Und man kann hier halt alles nachgucken, auch die Artefakte, davon gibt es auch recht viele. Ich finde es aber auch noch einige. Dann kann man halt nachgucken, was es gibt. Hier, dieses Ding hatten wir ja zum Beispiel auch schon mal, aber haben wir nie eingesammelt. Und dieses Artefakt, Ability habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Oder? Ein komischer Kristall? Weiß ich nicht. Weapons fehlen halt auch noch übelst viele. Bisher ist, glaube ich, meine Lieblingsweapon diese Small Purple Blaster hier. Obwohl diese Doppelwaffe, die wir... Hier, Double Pistol. Die fand ich eigentlich auch ganz geil. Damage 1. Ach, hier stehen noch die Damages. Oh, das ist natürlich cool. Wie viel hat die Damage gemacht? 2. Guck. Der Small Purple Blaster, mega gut. Und die? Damage 6 durch 1. Das verstehe ich halt nicht. Achso, if you have any coins, fires golden bullets with mal 6 Damage. Solange man Coins hat. Oh, und consumes 1 Coin per Shot. Ah, okay, also die macht 6 Schaden, aber dafür muss man jedes Mal einen Coin geben. Bringt also nur was, wenn man richtig reich ist wahrscheinlich. Hier, das Ding hätte ich auch noch richtig gerne. Einfach so ein Aufbrechding, eine Aufbrechstange. Brechstange. Oh, gut, dann war es das aber mit dieser Folge. War zumindest länger als die alte. Ich hoffe, das freut den Kloxen zumindest. Und ansonsten war es das mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.